Die Mia ist da, jetzt müssen wir nochmal anstoßen. Ah, okay. Ja. Gut, gleich sind wir voll. Prost! Und wir müssen uns ein bisschen... Mein Glas für Lehrer ist da. Kriegst noch was ab. Super! So, wir müssen uns... Das wollte ich damit eigentlich nicht sagen, aber ist okay. Genau, wir haben uns hier schon nett unterhalten und ein Schlückchen getrunken, aber die Mia muss auch mal irgendwann wieder weg, weil du bist heute noch zum Tanzen verabredet, genau, richtig? Genau, seit wann machst du das schon? Seit das erste Mal an der Stange getanzt habe ich, glaube ich, vor 3 Jahren ungefähr. Mhm. Ja, vor 3 und seit einem Jahr regelmäßig. Ja? Ja. Cool. Ja. Und wie kamst du dazu? Hast du immer schon gern getanzt? Ich habe als Kind schon gerne getanzt. Ich mag Musik und ja, irgendwie habe ich das im Internet. Ich habe das im Internet gesehen irgendwann mal bei YouTube, glaube ich, dieses ganze Pole Dance und ja, da habe ich mich drin verliebt und am Anfang viele blaue Flecken gehabt. Ja, knallt wahrscheinlich erstmal gut gegen die Stange und so. Ja, ne? Ja. Also ich habe damals nur sehr viel trainiert und war viel muskulöser, hatte viel mehr Kraft. Da ging es, aber man muss schon aufpassen. Ich hatte auch einen Rücken verbrannt, irgendwie so einen Striemen am Rücken. Ach so, wenn man da so richtig... Ja, weil ich mit dem Rücken da so hing und dann lag ich auf dem Boden. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Okay. Das bringt wahrscheinlich nichts. Ich habe gerade überlegt, wenn man sich so einölt, dann rutscht man ja auch ab. Nee, Öl ist ganz, ganz furchtbar. Also, wenn du tanzt, also wenn einer auf eine Stange tanzt, dann darfst du dich nicht eincremen, nicht einölen. Am besten nur, dass du ein bisschen trockene Haut. Oh Gott. Ja, aber, ich musste mich auch was dran gewöhnen. Zu was für einer Musik machst du das? Ist das eher so? Ich höre gerne Rock. Ich höre aber auch gerne Hardcore, also elektronisches. So schön 200 BPM. Das geht schon. Ja. Aber auch zu ruhigen Sachen. Das ist schon okay. Ja. Hast du deine Liebe zum Tanzen auch irgendwo in deinen Tattoos verbaut? Tatsächlich, ja. Ah! Ich hatte es noch nicht gesehen. Normalerweise stelle ich immer so Fangfragen, beziehungsweise Fragen, wie ich schon die Antworten. Tatsächlich. Warte mal. Ich muss hier einmal kurz ein bisschen drauf filmen. Da sieht man es. Genau, mit meinem Künstlernamen. Und ja. Fand ich ganz süß, die Idee. Habe ich schnell umsetzen lassen und hat den Arm gefüllt. Cool. Ja, mir selber. Genau, es muss ja alles gefüllt werden. Genau. Auch, ne? Ja, ich bin noch recht nackig, was das angeht. Es sind aber ganz viele Sachen irgendwie noch in Planung. So, ich habe gerade gelesen, Mia Mad. Woher kommt denn das Mad? Ja, Madness, bösartig zum einen. Nein, ich bin jetzt böse. Aber nicht so vor. Also aber beknackt. Ja, also ja. So im Sinne ein bisschen von verrückt. We're all mad here. Ja. Alice. Ja, genau. Sehr gut. Was hast du noch so hier? Meine Kirschen. Ja? Da fragt mich jeder nach der Bedeutung oder ob es ein Pascha mit dem Pascha in Verbindung steht. Das tut's nicht. Ich war einfach jung, fand das toll und renne jetzt seit fast 10 Jahren damit rum. Ja. Und hast du noch an den... Ach, hier sind noch die Sternchen. Die braucht ja jeder. Guck mal hier. Die braucht man. Hallo. Original die gleichen. Oh, hier können wir nebeneinander hängen. Großartig. Lass mich auch nochmal abfüllen. Hör mal. Ich hoffe, ich treffe. Und das Seepferdchen ist auch gut. To be continued. Ja, genau, wie du das Tanzen hast, habe ich das Schwimmen, weil ich bin ja Schwimmlehrerin. Ah. Aber das kann ich ja später noch erzählen. Ja. Jetzt bist du dran. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja, Showtime. Ja, gut, das macht auch Sinn, wenn man tanzt. Macht Sinn, weil man 8 Finger hat und es 8 Buchstaben sind. Also 10 Finger, boah, war das peinlich. Man hat 8 Finger, die gerade nebeneinander sind. Genau, das ist ja. 8 Finger und 2 Daumen, das war gar nicht so dumm, was ich gesagt habe. Ja, richtig, genau. Ne? Ja, mein erstes Tattoo war hinten auf der Flanke, so eine kleine Linie. Und dann musste ich zu Hause ganz doll kämpfen mit 19, dass ich das haben durfte, weil ich ja noch zu Hause gewohnt habe. Ja. Und dann macht man ja, was man gesagt kriegt. Meistens. Wenn man da wohnen bleiben will. Meistens, genau, meistens, ja. Auf dem Fuß habe ich irgendwie was, auf den Oberschenkeln habe ich ein anatomisches Herz mit so ein paar Blumen, auf dem anderen habe ich auch ein Herz, aber eher in Comic-Style und... Ist das extra so eine Symmetrie mit den Herzen? Nee, eigentlich oder? Gar nicht, weil ich habe die Beine noch komplett frei, da muss jetzt was hin. Ja, kenne ich. Ja, ja, so langsam, also ich muss... Ich fühle mich nackig und tatsächlich. Und was hast du, wie machst du das mit der Motivfindung? Also wie überlegst du dir das, was du haben willst? Also die meisten Sachen haben tatsächlich irgendwie Bezug zu meinem Leben, für andere nicht offensichtlich. Das ist aber auch nicht schlimm, weil ich das für mich haben möchte. Mhm. Aber ich gucke einfach, was in die Situation passt und dann lasse ich mich von irgendwelchen Sachen inspirieren. Eine Tattoo-Idee kommt mir auch immer spontan und dann baue ich die einfach auf. Ja. Also das ist nie, wo ich mir denke, was könntest du jetzt machen? Ich möchte unbedingt noch ein Einhorn haben. Ja. Tatsächlich, ja. Aber du weißt ja nicht genau, wie und was. Genau, das ist so. Das möchte ich schon ein bisschen länger haben, aber als nächstes sollen eigentlich die linke Hand dran sein. Weißt du schon was? Nee, deswegen warte ich auch einfach nur. Ja, manchmal hat man auch Stellen, aber weiß keine Motive. Manchmal hat man Motive und weiß keine Stellen, ne? Genau, also ein Schriftzug auf der Hand möchte ich nicht. Ich möchte schon irgendwie ein flächenfüllendes Motiv haben. Ja. Aber ansonsten mal gucken, was da so hinkommt. Hast du denn da einen bestimmten Tätowierer, wo du hingehst? Ja, oder? Ich bin bei Blutgeld. Ah, das ist ja direkt hier um die Ecke. Ja. Achso, sorry. Schleichwerbung. Nee. Schleichwerbung. Hier in Köln. Sehr gut. Seit wann bist du schon da? Warst du schon ab dem ersten Tattoo? Nee, du hast ja vorher woanders gewohnt. Ich wohne jetzt erst seit einem Jahr in Köln. Und
bin durch Bekannte da so hingeschoben worden. Nein, die sind super. Mhm. Und ja, da habe ich 4 Tätowierungen, glaube ich, schon machen lassen. Und jetzt, weil du so mehrere Tattoos hast, sind die Eltern da etwas entspannter geworden? Oder seien es beim ersten, dass du so kämpfen? Ja, also ich bin jetzt 28, ich wohne schon lange alleine und ja, also zu Hause hat auch Tattoos, sag ich mal so. Ne? Also, wie zu Hause? Also ich bin bei Tante und Onkel groß geworden und meine Tante hat auch Tattoos, von ach daher. So, ja, ich glaube, die ist mittlerweile ein bisschen entspannter als damals. Ich war gerade 18, ich glaube, das war im Januar und im März wurde ich erst 19 und ich musste echt um so, das war, wie heißen die nochmal, so Streichholzschachteln, so ganz klein. Ja. Dafür musste ich ganz doll kämpfen, ja, mit fast 19. Wie, also von der Größe her? Von der Größe her, genau. Das Tattoo ist echt nur... So. Was ist das, was du gerade schon gesagt? Lilie. Ach ja, eine Lilie, stimmt. Ja. Und die hast du auch noch, ne? Ja, aber die ist nicht übertätowiert oder so, da ist nur was dran gemacht. Ja. Eine missglückte Lilifee ist da dran. Ja. Die also, hat ein bisschen schwarze Augen und also auf den Rippen, das tat ziemlich weh. Also die Lilie ist eigentlich schön geworden fürs Erste und die Lilifee war dann nicht so der Knaller. Also ich habe eine Lilie und da habe ich noch eine Lilie drüber, das ist von 3 verschiedenen Tätowierern gewesen, weil ich irgendwie nie so den hatte. Und macht auch Jugendsünden, man will auch nicht so viel bezahlen, weil man nicht so viel Geld hat, aber will unbedingt ein Tattoo haben. Und ja, das ist aber alles machbar noch. Also das kann man alles noch verschönern. Das ist keine totale Katastrophe. Also bist du da noch bei, dass du da. Genau, ja. Alter. Also ich möchte auf jeden Fall beide Arme, beide Beine. Das Einzige, was ich vielleicht nicht möchte, ist der Bauch. Ja. Liegt aber auch nicht daran, dass ich vielleicht irgendwann mal Kinder haben möchte, sondern einfach, wenn ich jetzt wieder sportlich ein bisschen aktiver bin, dass. Der Bauch schön zur Geltung kommt. Ja, soll sich auch lohnen, die Arbeit. Ja, genau. Mir ist mir auch schon mal aufgefallen, dass so auch bei durchtrainierten Leuten, wenn die sehr stark tätowiert sind, dann sieht man es. Man sieht es halt wenig, genau. Das ist halt schade. Ich habe viel trainiert, ganz viel. Hatte einen Körperfettanteil von 15% und hatte ein Sixpack wirklich ganz krass mit einem V sogar unten. Und dann wurde ich faul. Und dann wurde ich einfach faul. Okay, krass. Was hast du da trainiert? Ich habe im Freihandelbereich wirklich nur trainiert. Also ich bin durch meinen Ex-Freund ein bisschen da dran gekommen. Der hat mich da ganz toll eingeführt und hat mir da viel geholfen am Anfang. Und irgendwann habe ich es selber gemacht. Und dann habe ich auch selber als Fitnesstrainerin hinterher gearbeitet. Ach, cool. Ja, also ich habe das wirklich geliebt. Ich liebe das auch immer noch, aber irgendwie... So Phasen irgendwie. Ja, ich glaube, die Phase ist leider schon ein bisschen länger. Ich bin jetzt keine fette Qualle, aber ich möchte schon wieder so aussehen wie vorher eigentlich tatsächlich. Ja. Aber ist das nicht durch das Pole-Dancing, ist das nicht auch so körperlich sehr, sehr anspruchsvoll? Ja, also ich habe noch eine ziemlich ausgeprägte Rückenmuskulatur. Die Bauchmuskulatur geht auch einigermaßen noch. Aber ja, das ist halt nicht für jede Muskelgruppe. Und so häufig mache ich es jetzt auch nicht. Ich mache es halt nicht jeden Tag 2-3 Stunden, sondern meistens irgendwie Donnerstags, Freitags, Samstags, Sonntags. Also, 1, 2, 3, 4 Stunden. Das ist ja nicht immer. Ja. Ne? Also es kommt drauf an. Ja. Ja. Die blauen Flecken gibt es immer noch. Ja. Was ist das Schlimmste, was dir da passiert ist? Ich habe mich irgendwie ganz blöd drangehangen, weil ich was Tolles im Internet gesehen habe. Ich war ein bisschen betrunken. Und dann lief das Tutorial und da war ich damals noch bei meiner besten Freundin zu Hause und die hatte eine Stange und ich bin dann da hochgeklettert, todesmutig und dann total aufs Steißbein geknallt. Oh. Ja, das war nicht so cool. War das dieses, wo man sich einfach so loslässt und wieder so macht? Ja, ich glaube irgendwie so und ich wollte aber noch so nach hinten ganz elegant und das war einfach total dämlich. Oh Gott. Ja, ich war aber so voll, dass ich es nicht so wirklich gemerkt habe, erst am nächsten Tag. Ja, das kann ich mir vorstellen. Oh je. Ja. Hast du selber eine Stange zu Hause? Noch nicht. Wir haben ein freies Zimmer, was jetzt gerade tatsächlich dafür umgestaltet wird. Cool. Ja, cool. Und da darf dann alles rein. Aber die kosten halt auch immer ein bisschen Geld, so eine ordentliche Stange. Ne? Also wenn, dann möchte ich auch eine, die sich dreht und mit ganz vielen Spiegeln im Zimmer, damit man auch sieht, was man da macht. Ja, cool. Ja. Und was machst du beruflich? Ich komme aus der Krankenpflege. Ah. Ich habe ein 17-Jahres-Praktikum gemacht und dem arbeite ich irgendwie in der Krankenpflege. Altenpflege, Krankenpflege, Kinderpflege mit behinderten Kindern. Das hat mir am besten gefallen tatsächlich. Ja, ja, das war am schönsten. Und das ist ja auch, also soweit ich das kenne, in der Pflege ist es relativ entspannt, so mit Haarfarben, Tattoos und so weiter, oder? Mittlerweile, ja. Ich arbeite in der Tagespflege. Da sind deswegen auch Nägel erlaubt. Ansonsten, wenn man aktiv in der Pflege arbeitet, dann haben die schon Hygienestandards. Da sind Nägel zum Beispiel nicht erlaubt. Ach so, Moment, was bedeutet Tagespflege, dass du da vorbeifährst? Die sind halt nur von 8 bis 16:30 oder 17 Uhr da und die sind halt noch
recht agil, die Leute. Manchmal auch nicht mehr so. Die werden dann zu Hause gepflegt in der Regel, aber weil die Tochter oder der Sohn arbeiten, sind die tagsüber bei uns. Ist das sowas wie so eine, Beschäftigung, so eine eigentlich. Tagesstätte für genau, ältere Leute? Genau, genau. Achso, dass da jetzt gar nicht so stark aufs Medizinische, ihr seid schon genau, ausgebildet, wir sind, damit, wenn was genau. passiert. Aber okay, aber ihr beschäftigt also so ein bisschen wie mitspielen oder? Ja, genau, man macht da schön. Irgendwie Beschäftigungstherapie. Hört ja. sich blöd an, ist aber tatsächlich ja, aber so. Ist ja auch schön, man eigentlich. Singt mit denen, man macht Aerobic oder... Ja, oder man reicht Essen an, oder Pole Dance natürlich, oder reicht halt auch Essen an, so ist es halt auch, weil nicht mehr jeder mobil ist und sich nicht mehr selber versorgen kann. Ach schön. Aber ja, das gehört dazu und das ist auch gar nicht schlimm. Und wie reagieren die so? Ich meine, so die pinken Haare, das finde ich schon super interessant, oder? Ja, tatsächlich, also ich habe bisher nur positive Rückmeldungen dazu bekommen. Ja. Die wollen es alle nur anfassen, weil die denken, das ist eine Perücke, ne? Und wenn man jemanden hat, der ein bisschen dement ist oder so, dann, Das gehört aber dazu. Ich habe mich da ganz bewusst damals für entschieden. Ja, und ich mag den Job auch nach wie vor sehr. Toll. Ist anstrengend manchmal, aber gehört dazu. Ja. Hast du denn da auch irgendwie ein Tattoo zu? Also nein, dazu tatsächlich noch nicht. Menschenliebe, wenn ich das nee, tatsächlich noch nicht. Also ich umgebe mich privat zum Beispiel nur mit Leuten, die mir nahestehen. Ja. Weil ich, glaube ich, manchmal auch eine ziemliche Zicke sein kann. Und das kannst du im Job nicht so raushängen lassen. Nee, um Gottes Willen, nee. Aber im Job bin ich dann, glaube ich, recht entspannt. Ja. Ja. Aber nein, noch nicht tatsächlich, noch nicht. Vielleicht kommt da irgendwann noch was zu. Ja. Nämlich ein kleines Stethoskop oder... Ah ja, was, das wäre cool. Ja, was kannst du hier? Ja, genau, hier rum, ne? Dann sind die hier schon vielleicht weg. Ach so, willst du die überdecken lassen? Nicht unbedingt überdecken lassen, aber da soll schon noch was hin, weil es ist mir zu nackig. Die Arme sind ja sowieso noch frei. Und ja. Bisschen Dekolleté, die Brüste nicht, den Bauch auch nicht, aber so die Flanken. Und kannst du dir vorstellen, so Hals ja, und Gesicht? Ja, am Gesicht vielleicht was ganz Kleines tatsächlich. Ja. Hals auf jeden Fall, finde ich schön, aber ich fände, das wäre jetzt total bescheuert, wenn ich mir jetzt schon was auf den Hals machen würde, weil ich halt einfach so wenig tätowiert bin. Das ist so ein bisschen wie eine Kette oder so ein Rollkragen. Genau, also ich finde das super schön, auch Tattoos im Gesicht, ich finde das mega geil. Ja. Ich liebe sowas, ja. Ich war da auch früher schon, habe mir Frauen angeguckt, die ganz tätowiert waren. Das war so schön immer für mich. Ja, ich möchte auch mal. Ja. Sehr cool. Machst du auch manchmal so Fotoshootings? Ja. Ja? Sehr viele sogar. Ja. Ich bin da vor 3,5 Jahren. Nee, Moment. Das allererste Shooting hatte ich, glaube ich, vor 4 Jahren. Das war aber so just for fun. Da bin ich durch einen Bekannten dran gekommen. Die Fotografin hat auch noch ein bisschen geübt. Und ja, das war ganz witzig. Und dann 3, 4 Jahre später hatte ich mein allererstes richtiges. Und der Fotograf war super. Der hat sich viel Zeit genommen. Und die Bilder sind auch fürs erste Shoot, erste sage ich dann immer, ne, was wirklich ein bisschen professioneller abgelaufen ist, waren die super. Also da war ich noch blond, hatte noch kurze Haare. Ja, und seitdem baut sich das so auf. Ja. Na, also ich habe mittlerweile mit so vielen tollen Fotografen gearbeitet und habe noch ganz viele tolle Projekte und ich liebe das einfach. Also mir fällt es tatsächlich jetzt hier viel schwerer zu sprechen, als vor der Kamera dann zu sagen oder von der Fotokamera dann präsent zu sein. So ja. Dieses, ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist dann nochmal ein anderes Gebiet irgendwo, ne? Ja. Und was war da bis jetzt so das Coolste, was du so erlebt hast? Kannst du das so benennen oder? Bah, da waren ganz viele tolle Sachen. Also ich hatte immer den Wunsch, am Strand zu shooten. Und das haben wir im August auch gemacht. Leider hatten wir nicht so ein gutes Wetter. Also machen, ja, wir sind nach Holland tatsächlich gefahren. Also ja. Kalansoki ist es, glaube ich. Mhm. Ja. Und wir haben in den Dünen dann, da waren wir recht alleine. Da konnten wir halt Akt shooten und mit Tüchern. Und das war super schön. Und nach 2,5 Stunden war es so kalt einfach, weil der Wind da so durchzog. Man hatte überall nur noch Sand in der Fresse. So. Lipgloss war gar nicht mehr nötig, weil du hattest dann irgendwie so einen Sandeffekt. Das war schon echt... Ja. Ja, aber ich wollte unbedingt Bilder im Wasser haben. Und nachdem es so kalt war noch, habe ich dann gesagt, Moment, ich muss noch mal ins Wasser. Echt? Tatsächlich, hast du echt auch ja. Und hat es sich gelohnt? Ja, doch. Sehr ja, gut. Es wäre natürlich mit Sonne schöner gewesen, aber wir haben das Beste aus der Situation gemacht. Das war schon schön, ja. Ja, das ist auch immer schön. Und man lernt viele Leute kennen und man, Man muss auch flexibel sein, ne? Gerade wenn sowas ist. Ja, genau. Ne? Also Flexibilität ist A und O, weil es ist immer irgendwie was vielleicht mal nicht funktioniert. Oder ja, aber ich habe ganz, ganz viele tolle Leute kennengelernt. Also meine erste Person, die mir von dieser Sache noch im Kopf ist, die kommt aus Hamburg, ist auch Model. Die hat mich so ein bisschen an die Hand genommen, die hat mir die ersten Shootings in Hamburg vermittelt. Ach, cool. Ja, wir haben im Internet die ganze Zeit geschrieben und dann hatte sie eine NRW-Tour, kam hierher und hat mich dann direkt mit nach Hamburg genommen für ein paar Tage. Ach, cool. Und wir sind sehr gut befreundet.
Ja, das ist auch schön. Ja. Bist du denn auch manchmal auf Conventions unterwegs? Nee, tatsächlich nicht. Noch nie. Also ich war einmal eine besuchen, aber da war ich noch weniger tätowiert als jetzt. Ich kam mir da irgendwie so fehl am Platz vor. Ja. Das ist ganz komisch. Also auf Bildern wirklich immer ganz selbstbewusst. Aber privat bin ich dann schon manchmal so sehr ängstlich. Ja. Also man hat ja eigentlich gar nichts zu verlieren. Das muss man sich eigentlich nur vor Augen halten. Ja. Ja, ich finde das eigentlich immer ganz schön, so ein bisschen, gerade wenn du sagst, du kennst auch schon den einen oder anderen, dass man da so mal alle auf einem Fleck trifft, die man normalerweise so mit Wochen dazwischen mal trifft. Ja. Ne? Das ist halt ganz schön. Du kannst gerne mal bei uns beim Stand vorbeikommen. Ja, unbedingt. Warte mal, was wollte ich jetzt noch? Ich wollte dich fragen. Ach ja, genau. Was ist denn dein nächstes Fotoprojekt oder Tattoo-Projekt, worauf du dich besonders freust? Kannst du dir aussuchen, was du erzählen möchtest? Also, ja, das kann ich. Das ist so ein geheimes Fotoprojekt. Nein, so geheim ist es nicht. Also, mir die Ohren zu erzählen. Genau. Das hat was mit mehreren Mädchen zu tun und mal gucken, wo das so hinführt. Ich habe da auch schon meine Favoriten, die ich jetzt bald mit dem Fotografen anschreiben werde, dass wir das wirklich schnell in Planung machen oder in Planung nehmen. Und ich hätte gerne am liebsten dieses Jahr noch so ein Candy-Shooting zum Beispiel, weil meine Haarfarbe lädt dazu ein. Ja, stimmt. Und dann wirklich mit irgendwie einem Lutscher und Streusel auf den Lippen, mega Make-up mit einer Visa und das wäre total toll. Ja. Cool. Cool, ja, das klingt aber so, du hast ja dann sehr viele Shootings, ne? Auch ja, sehr viele. Also so mal läuft es besser. Also der Sommer war jetzt nicht so schön, sonst hätte man viel mehr Outdoor shooten können. Ja. Aber ansonsten gucken wir da mal. Ja, sehr gut. Dass ich noch mehr reinkriege. Wir verlinken dich ja. Ja, das ist super. Also unbedingt. Wer Bock auf ein Shooting hat, darf mir einfach schreiben. Cool. Ich mache das so unglaublich gerne. Ja, das hört man raus. Dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß und Erfolg. Und ich frage mal am Ende, ob ich was vergessen habe zu fragen, ob du was Wichtiges erzählen möchtest oder ob du zufrieden bist. Nein, ich bin super zufrieden. Und die Nervosität ist auch ein bisschen weg. Sehr gut. Ja, dann haben wir alles richtig gemacht. Ja, unbedingt. Das war super. Der Brian und du. Genau. Vielen Dank fürs Interview. Dankeschön.